Guten Abend und willkommen zu einem ganz entspannten Waltz on How to Use Them mit Till von Dungeon Talk. Hallo Till, schön dich Hallo! wiederzusehen. Ja, schön wieder hier zu sein nach einer, man könnte ja fast sagen, Sommerpause. Ja, so ein bisschen, ne? Hat sich ergeben aus unterschiedlichen, wir haben jetzt mal frei, ihr habt jetzt mal frei, Dinge Genau. passieren, andere Sachen kommen dazwischen. Das heißt, wir steigen heute smooth und entspannt wieder ein ins Welten- und Kartenbasteln mit. Naja, Kelionida, also immer noch Kilionida. mit der Welten und Kampagne. Karten und Kilionida. Genau. Und wir widmen uns heute einem Thema, das sich vor ein paar Folgen schon gewünscht wurde und das wir dann erstmal erfolgreich verbaselt haben. Also ich habe es erfolgreich verbaselt. Aber du sagtest, oh, das klingt gut. Wir haben da ein paar neue Assets, die wir verwenden können. Und Ja, habe da habe ich Lust erfolgreich kein drauf. einziges davon heute verwendet, bis jetzt. Mal schauen, ob wir noch eins unterbringen. Aber genau, das Vampirschiff und de facto ist das ein sehr angenehmes Einstiegsding, weil erstens, wir haben ja schon ein paar Schiffe, also es sind ja schon, wenn man sich jetzt so diese Community Library anschaut, was die Leute so auf Dungeon Fog teilen, dann sind da sehr, sehr viele Schiffe zur Auswahl. Und bei Gustav Saltmarsh, wo ja du damals beim Guy Ja. mitgespielt hast, habe ich ja auch Karten gebaut und unter anderem auch Schiffe. Auch die Second Chance, unser kleines Schiff in Ja, Blau-Weiß. ganz genau. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ach großartig, da können wir gerade eins von den alten Schiffen ausgraben und dann mal schauen, was man eigentlich, wenn man so eine alte Karte hernimmt, was man eigentlich alles machen kann, um die an eben, jetzt ganz blöd gesagt, um die zu verwurschten und für was anderes eben aufzupeppen. Und das werden wir heute machen. Genau. Und dabei können wir auch ein bisschen drüber reden, was bei dir in nächster Zeit ansteht, weil du einen Knockdown-Fight planst für Ende des Monats. Und ja, und ein Ich dir bisschen darüber, gesagt, wie es weitergeht. wie wunderschön du heute aussiehst, Mayri. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin übernächtigt und habe keine Zeit mehr für Make-up gehabt. Ich sehe Es aus hat wie gar nichts, ungebackener nein, das ist ein Lumpenkäse. ganz, ganz offenes Kompliment, das ich dir mache und hat nichts damit zu tun, dass du Jurorin und Schiedsrichterin bei unserem Fight bist nächste Woche. Netter Versuch. Ich werde mir das merken. Mal schauen, ob Guy zu ähnlichen Kunstgriffen greift. Nein, er hat sowieso keine Chance, er hat schon lange aufgegeben. Glaubst du? Guy wirkt nicht wie ein Mensch, der so leicht Ich aufgibt. fürchte mich ein wenig. Ich fürchte, der kommt so richtig prepared in die Sache rein und ich bin eher geliefert. Ich bin gespannt, was es alles für unfaire Manöver geben wird. Irgendwie. Klingelt auf einmal bei dem anderen Das der Telefon. Pizzadienst die ganze Zeit oder sonst Warte mal, irgendetwas. ich muss mitschreiben. Ja. Nein, kehren wir, genau, ich wollte gerade sagen, kehren wir zum Vampirschiff zurück. Vielleicht erklärst du Genau. noch mal ganz kurz, warum wir hier heute ein Schiff machen. Genau, wir bauen heute hier ein Schiff, weil die Kelionida-Kampagne als großen überbordenden Plot, Spoiler für alle, die sie nicht gesehen haben, hat, dass die Menschheit in dieser Welt, also alle Menschen auf dem Kontinent, auf dem die Kampagne spielt, ursprünglich von einem anderen Kontinent kam und sie sind geflohen vor einer furchtbaren Krankheit, von der keiner mehr weiß, was sie war. Und es stellt sich dann im Laufe der Kampagne heraus, das ist Vampirismus. Und aufgrund der, also es gibt keine Vampire auf dem Westkontinent. Andere Untote schon, aber keine Blutsauger. Und es läuft dann darauf hinaus, dass tatsächlich ein erster Vampir aus dem Osten auf den Westkontinent rüberkommt, weil die Menschen aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen dergleichen durch den Staat, den sie dort gründen durften, alle 50 Jahre, glaube ich, eine Expedition rüberschicken müssen, um nachzuschauen, ob der Ostkontinent wieder bewohnbar ist, weil sie dann verpflichtet wären, auch allen ihren Bürgern die Option zu bieten, wieder zurückzureisen, quasi. Weil damit hat man sich geeinigt mit den eigentlichen Einwohnern des Westkontinents, den ursprünglichen. Und einer ist jetzt zurückgekommen, das wurde erstmal unter Verschlag gehalten. Indy, bitte ist nicht den Greenscreen. Indy! Ja, komm her. Indy ist 12 Wochen alt, weiß flauschig, hat 4 Pfoten und nur Bullshit im Kopf und hat gerade sehr gründlich den Greenscreen inspiziert. Ihr hättet ihn anders nennen müssen. Ich meine, wenn du einen wohlerzogenen Hund haben willst, der nicht dauernd auf Entdeckungsreise geht, Dann ist dann. Indy der falsche Name, das ist korrekt. Freundchen, mein Stuhl essen wir auch nicht. Ab mit dir. Geh.
Nerv Papa. So. Und Dinge, die man im Livestream sagt, die man eigentlich nicht sagen wollte. Aber die Sache wurde erstmal halt eben unter Verschluss gehalten. Der Vampir wird quasi von einem Politiker, einem lokalen Herrscher, als Quelle zur Information ausgenutzt. Der weiß selber gar nicht, was er da hat. Der Vampir gibt sich auch als eine andere Person aus, als er tatsächlich ist. Er behauptet, er ist der Kapitän, der zurückgekehrt ist, weil er dessen Identität so ein bisschen aufgesogen hat, weil ich den Aspekt von Vampiren sehr gerne mag, der häufig Teil der Lore ist, dass sie OCD sind, dass sie, also beziehungsweise dass sie hyperfokussiert teilweise sich für andere Personen auch interessieren können und dann halt sich unglaublich in so etwas reinpacken und halt eben auch mit einem Neid auf Lebendige und auf deren Leben und Beziehungen und dergleichen agieren. Und dass diesem Vampir ist genau das passiert. Er hat auf der Rückreise Stück für Stück die Crew umgebracht und den Kapitän quasi aufgesogen als neue Persönlichkeit und auch als Tarnungspersönlichkeit. Und die Helden können dann, nachdem sie herausgefunden haben, da ist etwas, was komisch ist, was untot ist auf eine Art und Weise, die wir nicht kennen, was Blut saugt, was gefährlich ist und was nicht der Kapitän ist, können sie sich auch das Schiff anschauen, auf dem der zurückgekommen ist und kriegen da dann die ganzen Hinweise, ja, der ist vom Ostkontinent, das ist nicht der Kapitän, der hat obsessiv da mit den ganzen Hintergründen von der Crew gearbeitet und sich da im wahrsten Sinne des Wortes eingenistet auf dem Schiff. Das heißt, da passiert gar nicht wirklich groß was an Begegnungen, aber es ist so ein creepy Ort, an dem man erkundet und dann beim Erkunden ganz viele Hinweise finden kann. Genau. Und wir mir, also du hast, glaube ich, das letzte Mal erklärt, es gibt mehrere Orte, an denen sie etwas darüber herausfinden können. Also zum einen glauben die Spieler ja eine Zeit lang, dass sie noch mit dem Kapitän interagieren, weil der wird ja in diesem Turm, glaube ich, ist der Ist einquartiert einquartiert, respektive, ja. ja. Die Leute, die ihn dort einquartiert haben, denken, sie halten ihn dort gefangen, aber er nutzt das quasi nur als seine Basis und kann da rein und raus, wie er möchte, weil er sich in Nebel verwandeln kann. Genau. Über die Kanalisation können Sie, wir haben das letzte Mal eine Kanalisation gezeichnet. Hilf mir, das ist jetzt schon ein bisschen her. Da Dort lernen finden Sie Sie ja den den Ehemann Ehemann des Kapitäns des kennen. echten Kapitäns, der weiß oder nicht weiß. Also natürlich weiß er das, aber so, Also der inwieweit? weiß nicht, dass sein Mann wieder da ist. Der weiß nur, Okay. dass ihm immer noch verweigert wird, quasi die Rente ausgeteilt zu bekommen. Weil alle Leute, die sich freiwillig melden für diese Expedition, unterschreiben damit einen großen Vertrag, der auch beinhaltet, wenn sie nach einer bestimmten Zeit nicht zurück sind oder wenn ungeklärt ist, was mit ihnen passiert ist. Nee, wenn geklärt ist, was mit ihnen passiert ist, nach einer bestimmten Zeit werden sie für tot erklärt, dann bekommen ihre Angehörigen, ihre Nächsten Geld ausgezahlt dafür. Das Ja. heißt, die Leute werden selber nicht bezahlt, aber sie können damit zum Beispiel Schulden ihrer Familie abgleichen oder die Personen in ihrem Leben absichern. Okay. Der hat das aber immer noch nicht bekommen, der weiß nicht, was los ist, dann kann man den aber finden, weil der Vampir sagt, ich würde gerne meinen Mann sehen, weil das für den Vampir so das Letzte ist, was für seine Tarnidentität oder für seine Obsession noch fehlt. Dann kann man den Mann dort finden in der Kanalisation. Der ist ein Exterminator, ein Kammerjäger im großen Stile. Der fängt und tötet die alchemistisch veränderten Tiere in der Kanalisation. Und den kann man dann zum Turm des Vampirs bringen, wo der Ehemann und ihm sagen: Ja, dein Mann lebt noch, der ist zurückgekommen, aber mit ihm stimmt was nicht. Worauf der dann durchaus besorgt ist und dann mitkommt. Und dann steht man mit dem in diesem Zimmer vor dem Vampir und der sagt: Ist gar nicht mein Mann. Und dann eskaliert es, weil der Vampir ihn dann angreift, möglicherweise tötet, möglicherweise zum Vampir macht, je nachdem, wie die Helden dann reagieren und was sie dann machen können. Und flieht dann danach und man verfolgt ihn so ein bisschen durch die Stadt. Und danach muss man dann halt die Daumenschrauben bei dem Politiker ansetzen und sagen: Hier, jetzt, du hast hier ein Monster auf unserem Kontinent freigelassen und das vor allem verheimlicht. Das ist jetzt eskaliert. Wir brauchen mehr Informationen. Und dann gibt er einem auch den Zugang zu dem Schiff. Aha, und dann gibt er den Zugang zu dem Schiff. Es ist nicht so, dass das Schiff wie es ein Parallelstrang ist, über den man auch herausfinden kann, dass der Kapitän nicht der Kapitän ist. Also gespielt haben wir es hintereinander und es ist auch sinniger, finde ich, so vom Erzählerischen her, weil ich würde natürlich anbieten in der Aufarbeitung, dass man sagt, wenn die Helden sehr, sehr hartnäckig sind und schon vorher sehr viel Druck ausüben auf den Magistrat und sehr erfolgreich sind dann bei ihren Würfen bei Einschüchtern oder Überzeugen, können sie auch früher schon den Zugang zum Schiff bekommen. Aber die in Anführungsstrichen vorgesehene Reihenfolge ist andersrum. Okay. Das heißt aber trotzdem, dass das Schiff im Grunde
idealerweise eine Art, wie eine Zeitkapsel ist, über die die Spieler rekonstruieren können, was dort passiert. Über Genau, Tagebucheinträge, das Logbuch. mit dem Ja. klassischen Logbuch, mit dem Tagebuch des Kapitäns, mit Karten, Ja. wo Küstenlinien eingezeichnet sind, exakt genau das. Aber zum Beispiel, weil das ist mir durch den Kopf geflogen, was in dem Fall gar keinen Sinn ergibt oder eigentlich überflüssig ist, ist zum Beispiel irgendwo ein Porträt des echten Kapitäns. Weil zu dem Zeitpunkt, wo sie auf dem Schiff sind, wissen sie ja bereits, dass es nicht der echte Kapitän war und dementsprechend. Ja. Kann man aber tatsächlich vielleicht, also so, dass das vielleicht in der Kapitänskajüte oder irgendwo im Nest des Vampirs, weil der hat ganz viele persönliche Dinge dann gesammelt und sich damit ein Nest gebaut, tatsächlich ein Bild von in einem Amulett von ihm und seinem Mann findet, wo man dann sieht, das ist ein anderer Mensch, das ist jemand anders gewesen. Okay. Also kann man durchaus auch noch einbauen. Ja, also eine Beweisorgie, wie man das Eine nennt. Beweisorgie, genau. Ja gut, so. Dann ich würde mal sagen, ich schalte mal so langsam nach Dungeon Fog rüber. Tipp, 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 wo ist es? Da. Gut, dann binden wir den Till an. Sekunde. Ha, das hat noch den falschen Bildschirm eingestellt. Das hatte ich heute auch schon. Ja, ich habe einen neuen Bildschirm angeschlossen und das bringt dann immer alle Einträge in OBS durcheinander. Ja. Das war vorher 3. Warum ist das nicht mehr Bildschirm 3? Okay, aber jetzt funktioniert es. Gut. Gut, so. Ich meine, generell haben wir noch nicht wirklich darüber gesprochen, was das für ein Schiff überhaupt ist. Das, aber nachdem es im Prinzip interkontinental ist, bin ich mal davon ausgegangen, dass es eher ein größeres Schiff ist, also ein Dreimaster. Und es liegt im Hafen, richtig? Also es ist im Prinzip, liegt das oder liegt das vorm Hafen irgendwo vor Anker? Ist das vielleicht irgendwie in Quarantäne? Das liegt in einem privaten Hafen des adeligen Politikers, quasi so ein bisschen Okay. außer Sicht geschafft, ja. Okay. Rein organisatorisch, kann man da übers Pier, übers Dock zugehen oder muss man mit dem Ruderboot rausfahren? Da kann man, also so wie es wir beschrieben haben, man kann da mit einem Pier hin. Der Hafen ist also offensichtlich tief genug, oder? Ich glaube schon, ja. Das ist also ein relativ versteckter Hafen, aber mit genügend Aber Wassertiefe für ein großes grundsätzlich, Schiff. okay, das heißt, wir machen mal ein paar Dinge anders. Erstens wird es nicht unter vollen Segeln sein, anzunehmenderweise? Ja, das ist vermutlich alles verstaut, was aktuell Genau. nicht fahren soll. So, dann verpassen wir den ganzen. Closed Sails hier. Welche Richtung gucken die Segel in die hier? Das ist auch gut. Machen wir es ein bisschen größer. Das ist zu groß. So, so ist doch fein. Und dann einfach so drunter nochmal, das räumen wir dann gleich auf. Und hier ebenfalls. Und hier ebenfalls. Und dann können wir nämlich die Offenen Segel genau, offenen Segel dann mal rausschmeißen. wegnehmen. Und wie gesagt, aufräumen müssen wir dann gleich noch. Geschlossen, geschlossen, offen, weg. Und weg. Und dann können wir eigentlich, das brauchen wir nicht. Und da nehmen wir aber trotzdem, da improvisieren wir ein bisschen und machen so. So, und jetzt haben wir das einmal hier. Das ist das obere, gell? Genau. Das kann man ein bisschen kleiner machen. Perspektive. Perspektive. Abgefahren. So, das glauben wir uns, oder? So, das sitzt irgendwie überhaupt nicht dort, wo es sitzen soll. Gut, damit haben wir mal als allererstes unser Schiff am Wegfahren gehindert. Ja.
Und dann hast du eine, Abgefackelt quasi. genau, hast du eine Präferenz, wie jetzt reines Bauchgefühl, geht man von unten in dieses, also ich im Sinne von vom unteren Teil der Karte in dieses Ja. Schiff hinein oder vom oberen Teil der Karte in Von dieses Schiff? unteren, weil das Schiff ist das, wo man hin will und das nordet man dann irgendwie gefühlt. Ja, so geht es mir auch. Aber ich habe die Hypothese aufgestellt, ich habe sie noch nicht hinterlegen können. Ich habe die Hypothese aufgestellt, dass es spannungserzeugender ist, Wenn man nach unten wenn geht. man nach unten geht. Subverting expectations sozusagen. Ja, auch irgendwie so dieses Descent, dieses nach unten, ja, nach oben ist so irgendwie halt, da schreitest du auf etwas zu. Na gut, wie auch immer. Dann lassen, aber probieren wir es einfach mal, weil jetzt habe ich meine Seile schon auf der Seite, da muss ich die nicht rumschieben. So, dann machen wir mal ein Pier. Ich verwende dafür jetzt einfach mal mein Shapes Tool. Okay, das ist unser steinernes Dock. Wie machen wir das mit Stein auch bis hier und dann eine Planke, oder? Das ist doch ein Ja, kann man gutes, machen. das ist doch ein gutes Dock. Irgendwie so. Da schauen wir uns das kurz an. Das darf noch einen Schatten werfen. Es ist auch aufgefallen, dass in der Kampagne es eine Supratendenz an Häfen und Hafenstädten gibt, wo Nico zu Recht die Frage gestellt hat, warum sind das alles unterschiedliche Städte? Warum ist dieses Schiff bei dieser Stadt und es viel logischer wäre, dass es woanders angelegt hat? Und ich konnte auch nur antworten, weil wir nicht von Anfang an alles durchgeplant haben in der Kampagne. Das heißt, es kann doch sein, dass Städte jetzt zusammengelegt werden und Also. Hafenstadt dann Hafenstadt ist und nicht drei verschiedene davon unterschiedliche Dinge in der Kampagne machen. So, das hat aber bei den Segeln nichts verloren. Ich habe da einen Fehler gemacht. Das gehört nämlich aufs Hauptdeck. Ah, fahrt das auf einmal über den Segeln? Ja. Und das würde ja für ein bisschen Chaos sorgen. Damit es einen nach oben und nach unten gibt, würde ich sagen. Hier sitzt es gut und da muss ich nur es bei den Segeln weghauen. Auf einmal auch ganz anderes Shading. Yeah. Sieht viel edler aus. Okay, das ist gut und jetzt wollte ich noch, was wollte ich noch? Ah, ich weiß schon wieder. Heute ist noch eine Planke. Ja, ich wollte auch so ein paar Poller setzen. Wie weit geht das bis dahin? Tipp, jawohl, das passt. Was war da? 8. Jawohl. Ein weiter. Danke. Bitte schön. Geht so, geht nicht. Das brauchen wir da drüben nicht mehr, aber ich denke mal hier irgendwie. Kann man noch zwei hin machen, ja. Und hier. Huah. Okay, Okay, die werfen vielleicht ein bisschen Arkschatten. ja, das ist ein bisschen viel. Drehen wir das mal. Oh ja, gut, die werfen 400. 400 Pixel Schatten. Das Dafür ist. der andere gar nicht. Ich weiß nicht, was mit dem nicht stimmt. Möglicherweise sitzt der, ist der zu nah an der Lichtquelle? Wir wissen es nicht genau. Wann wirfst du Schatten? Jetzt. 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 Ah, der Schatten Der, verschwindet nur ja, so im Wasser, natürlich, dass der ich ist ihn im nicht gesehen Wasser. habe. Ja, Ja. ja, ja, ja. Das macht Sinn. So, und der ist natürlich auch viel zu weit. Tschack. Okay, und dann können wir nämlich unsere Seile. Indy isst Möbel. Welche Möbel gerade? Dein Sekretär. Ja, da ist er öfters dran, ich weiß. Aber er hatte ja gerade Kauspielzeug, also eigentlich Indy, nach dem, was alle Trainer sagen, solltest du genügend Kauangebot haben und keine Möbel essen. Leider hat Indy die ganzen Welpenratgeber nicht gelesen. Ja, warum Hunde das nicht tun? Ja, ich verstehe auch nicht. Also ich finde auch, er könnte sich einfach mal von ein paar YouTube-Videos setzen. Und sich anschauen, wie man sich als Hund gefälligst zu verhalten hat mit 12,5 Wochen.
Aber irgendwie funktioniert sie nicht. So, das werden wir aber auch ein bisschen woanders hinsetzen. Ich denke, das setzen wir auf Seele. Also das ist, ja, Verwirrung. Was ist passiert? Alles gut, mir geht's gut. Lower Deck, ich nehme mal an, da sehe ich es. Ja, genau. So. Ist das eine Angel oder was passiert Nee, das ist, ich da? Ah, verteuere das sind es. Seile. Das macht mehr Sinn, ja. Ich bin kein Anlegeexperte. Ich habe keine Ahnung, ob ich das gerade korrekt festbinde, das den Kahn. Aber Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, aber ich kann es dir auch nicht sagen, weil ich ebenfalls kein Anteuerexperte bin. ich glaube, normalerweise sind die sind so Gegenströmung. Also der Bug würde sich in die Richtung spannen und dementsprechend würde sich das Heck in die Richtung spannen, weil dadurch natürlich Ich hatte ja das, wie heißt die Krängung, Scherung, wenn dieses Schiff, damit das nicht so herumschwankt. Okay, das schaut doch gut aus. So, jetzt haben wir das Seil da ganz brav hingelegt, bei dem wird es nicht ganz klappen. Die Geräusche im Hintergrund sind ein Hund, der ein schönes, schweres, hochqualitatives Hartgummi-Kauspielzeug wirft. Reinbeißen, hochheben, werfen. Ja, wir bekommen ja auch im Oktober Hundenachwuchs. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ein Baby-Goldi, richtig? Ein Baby-Goldie, genau. Wir haben jetzt einen Kater bekommen. Der ist jetzt seit 3 Wochen bei uns. Der Hades, eine norwegische Waldkatze. Und Goldie wird ein Helios und wird uns eben im Oktober dann. Ein strahlend goldenes Sonnenviech. Genau. So, warte, jetzt machen wir hier, das ist das Letzte. In der Zwischenzeit können wir uns ja schon mal vorsichtig überlegen, wie wir. Der Chat bietet übrigens realen Rat an, ich nehme an, zu schiffen. Ja. Sehr gut, Buglein ist immer herzlich und willkommen. Heckleine führen jeweils nach vorn und hinten vom Schiff weg und Bugspring und Heckspring dann diagonal entlang des Schiffs. Ja, okay, verstanden. Okay, Ja? okay, okay. Ja. Okay. Das heißt, ich habe es genau falsch rum gemacht. Oder fast. Lower Deck, da wollten wir hin. Also die hier führen im Prinzip so weg. So. Okay, Entschuldigung, müde, sorry. Tja, Weil, so ein Hund hält einen Bach. ja, weil Mr. Pisselot halt. So, das heißt, die führen ungefähr, sagen wir mal, so weg. Und die hier gehen de facto eigentlich über Kreuz. Ich hatte ja tatsächlich geplant, als wir gesagt haben, oh, wir ziehen nach Schleswig-Holstein, ich so, geil, ich wollte immer schon mal einen Segelschein machen. Aber ich werde ihn nicht über Kreuz legen. Und Das. dann Corona. Machen wir so. Und jetzt werde ich wahrscheinlich aus Schleswig-Holstein wegziehen, ohne jemals an Bord eines Schiffs gewesen zu sein hier. Was? Aber Tja. gepaddelt habe ich viel. Ja, nun, wir besitzen eine Donaumarine und ich war auch noch nie drauf. Immerhin, ja. Ja, immerhin. Okay, so. Ah, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Ich mal noch ein bisschen Dreck aufs Papier und derweilen überlegen wir uns, was für Hinweise wir über dieses Schiff verteilen und wie es auch, was vielleicht, wie ist das generell genutzt worden. Ich zeige dir dann gleich den Grundriss und wie es aufgebaut ist. Nee, kein Gras. Steine. Die sind doch super, die nehmen wir gleich. Und damit können wir hier, schau, pinseln wir mal drüber. Ausgezeichnet. Nicht wundern, dass ich habe es ja nicht als Raum angelegt, sondern wirklich nur als Als Shape. Shape, ja. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen nachbessern gleich.
So, und jetzt gehen wir nämlich einfach ins. Bra, weg damit. Weg damit. Funktioniert nicht so richtig. Nee, machen wir gleich. Ich habe zu viel Softness hier drin. Ah, verstehe. Das Ja, war aber wenn einfach ich. Bleed. Ja, aber tatsächlich bin ich unglücklich. Ich hätte das als Raum anlegen sollen. Weil ich finde, dass Du brauchst die hier. Softness, Ich damit das brauche mit die der anderen Softness, damit das mit der verschmilzt. anderen verschmilzt. Und wenn ich das wegnehme, schaut das meines Erachtens doof aus. Nee, dann bitte verzeihen, da habe ich nicht zu Ende gedacht. Dann machen wir hier ganz schnell. Nehmen wir uns die Textur für den Boden und nehmen uns die Textur für die Wand. Und Machen schnell einen Raum draus. machen ganz flitzeflott. Einen Raum draus. So, das wirkt jetzt ganz ulkig, weil jetzt natürlich ganz viele Dinge hier passieren. Das passt schon mit dem Pollern, das ist super. Aber jetzt müssen die Wände quasi Ja, weg, ganz genau. damit der Schatten und Licht alles funktioniert. So, wenn ich den Raum auswähle, dann kann ich ihm sagen, dass er ein Advanced ist. Und dann schalten wir hier die. Was wollte ich machen? Die inneren Wände, glaube ich, wollte ich weg. Yep, das ist gut. Aber jetzt hast du Und immer noch Bleed vom Raum darunter, von dem Shape darunter. Das ja, muss dann wahrscheinlich alles weg. die Shapes liegen ja momentan noch auf der Ebene, auf der Bühne und nicht im Raum. Ich will dem Raum jetzt noch sagen, dass das Licht nicht blockiert. So. Und jetzt nehmen wir nämlich unsere hübschen, wo sind sie jetzt? Die Pinselstriche. Ja, wie komme ich jetzt an meine Pinselstriche? Hier. Nehmen wir sie und ziehen sie hier rein. Und jetzt sitzen sie da auch drin, so wie wir das haben wollten. Jetzt müssen wir uns nur noch angucken. Das ist zwar nicht beabsichtigt. Outer Wall, Shadow und Outline passt. Inner Wall Thickness 1 stellen. So, jetzt haben wir da Es sieht doch trotzdem gut aus. so ein bisschen eine Stufe, aber die stört mich nicht. Das sieht Nee. eigentlich ganz, ganz gut aus. Das sieht eigentlich tatsächlich nur aus, als hätte dort jemand alles sauber nach außen einmal mit einer Kante versehen. Genau. Schön gearbeitet im Und jetzt Grunde. können wir hier nämlich. Ups. Ich habe neulich tatsächlich für einen kleinen internen One-Shot, einfach nur um mit ein paar Leuten zusammenzuspielen, auch eine Karte wieder machen. Habe mich mir seit einer Weile mal wieder dann mit Dungeon Fog beschäftigt. Ja. Und es lief ganz gut, bis mir die Zeit ein bisschen davon lief. Und am Ende hatte ich Türen, die in der Luft quasi neben der Mauer schwebten. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich habe die Türen nicht in die Mauer gesetzt, sondern in den Raum rein irgendwie. Und solche Dinge, das war. Nicht schlecht. Aber vorher habe ich es tatsächlich geschafft, einen kleinen Teich anzulegen mit schönen Rundungen und Buchtungen und mit einer weichen Mauer in Anführungsstrichen, mit so Kiesel und Strand und das Ganze dann auch zu bepflanzen und nach einigem Hin und Her sogar herauszufinden, wie das mit, dass die Pflanzen vernünftig Schatten werfen und mit allem richtig interagieren. Und das hat so lange gebraucht, dass ich dann beim Rest auf einmal ein bisschen rudern musste. Aber ich habe festgestellt, ich habe nicht alles verlernt in der Zeit. Das ist doch immerhin etwas. Gut, toll. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, dann wäre es auch richtig schick geworden. Lass mal da Und noch sowas vielleicht zu. nur auf jeden Fall nutzbar. Okay, das schaut doch gut aus, oder? Ja, so können wir es nehmen. Eine Planke brauchen wir noch. Damit jemand drüber gehen kann. Ja. Ich sehe immer wieder im Twitch-Fenster in Verzögerung, wie ich mich verrenke, um einen Blick drauf zu werfen, was das Hundetier gerade macht. Ah, er hat sein Beißholz gekriegt. Ich fürchte, dass wir halt die nächsten Wochen fängt das mit dem Zahnen an. Oje, ich erinnere mich. Ja, das heißt, wir brauchen ganz, ganz viel, wo wir unser Zahnfleisch und unsere Zähnchen dran Genau, und im abarbeiten Idealfall können. sind es nicht die eigenen Zehen und nicht die eigenen Finger. Und im perfekten Fall auch nicht die Möbel.
Aber Gut, irgendwo ich, muss man Opfer bringen. ja, was, wer und was ist schon perfekt? So, ich weiß gerade überhaupt nicht, wonach ich suche. Ah, ich weiß schon, doch, ich erinnere mich. Plank? Plank. Ja, dachte ich, dass es gibt. Es gibt Planks, aber die sind ein bisschen zu verquer. Machen wir so. Machen wir da so eine richtig. Die sieht aber schepp aus. Yeah. Weiß nicht, ob ich mich darüber trauen würde. Aber man kann über die dann jetzt noch die Planken legen, als sozusagen als Die ist ein bisschen sehr kaputt, Reparaturversuch. gell? Genau, und dann legen wir da jetzt hier. Oh, Mist, die müssen ja da vor sein. Hier. So ein paar von den Planken drüber. Es hat so ein bisschen was von, seht, was für ein schönes Pier wir hier gebaut haben. Und Und dann dann. haben wir bei dem Weg, bei den letzten 2 Schritten aufs Schiff einfach gespart. Ja. Ja. Das hatte der Dolph noch hinten in seinem Garten liegen. Zur Verteidigung. Ich glaube, er will ja nicht, dass man auf dieses Schiff geht, oder? Das stimmt, ja. Vielleicht ist das tatsächlich das, was spontan vom Dolph angefordert wurde, wer auch immer Dolph jetzt ist, um das da hinzulegen, nachdem die Helden auftauchen und verlangen, dass man da aufs Schiff darf. Das ist mir zu viel. Nee, das funktioniert nicht. Da lass meinen Schatten weg. Okay, gut. So. Also, das Schiff. Wir wollten uns mal kurz anschauen, wie denn das überhaupt aufgebaut Ja. ist. Numero uno, wir haben das Oberdeck, klar, hinten im Steuerrad, vorne mit ein bisschen Verteidigung. Irgendwie guckt meine eine Balliste in die völlig falsche Richtung. Naja, die beschießen, was von Land kommt, offensichtlich. Ja. Jetzt das eine Item wiederfinden. Genau. Vor allem, wenn man seine Gruppen nicht benennt. Schlimmer Tipp. Aber ich sehe hier überhaupt nichts. Bin ich im Falschen? Ich bin am Upper Deck. Jawohl, da sind wirklich nur Segel. Warum sind auf meinem Upper Deck auch Segel? Das wissen wir nicht so genau. Die Karte ist, wie gesagt, schon ein bisschen älter. Die habe ich jetzt wieder verwendet. Weathered wooden. Okay. Billowed sail. Aha, okay. Hier wird zwar ausgeblendet, aber nicht weggeworfen. Dann räumen wir hier mal auf. Okay, und das ist offenkundig eine Lichtquelle hier. Jawohl. Aber die Ballista finden wir nicht. Das ist eine Scheinballista. Das ist eine Scheinballiste offenkundig. Weil das sind die Hängematten. Weißt du was? Wir machen mal das Ghosting aus, dann sehen wir es wirklich. So. Achso, ja klar, die ist im Raum drin. Ich habe natürlich die Generalkarte untersucht. So. Drehen. Diese Ballista guckt in die Richtung. So. Und die guckt in die Richtung. War dieses Zufrieden? Schiff so gut bewaffnet oder war es das nicht? Oder sind wir Doch, das damit macht Sinn, glücklich? dass es Okay. bewaffnet ist, weil man schickt sie Ja. rüber auf Genau. einen unbekannten, naja, seit einer Weile nicht mehr besuchten Kontinent, wo man nicht Ja. weiß, was einen erwartet. Und es gibt natürlich auch Seemonster auf dem Weg dahin und Piraten. Da muss man aufpassen. Im Auch Piraten. Hauptdeck haben wir grundsätzlich eine Mannschaftskabine, also das ist sozusagen, das ist das Mannschaftsquartier, wo die Matrosen alle schlafen können. Dann haben wir hinten die beiden Kapitänsbereiche. Also wir haben es, bei dem Schiff haben wir es uns damals so überlegt gehabt, dass es eben eine Art Karten- und Besprechungsraum gibt, wo Navigation, Befehle etc. pp. Mit der Crew bestimmt werden und das ist der Raum des Captains. Und dann haben wir ein Unterdeck, also erste Ebene Unterdeck, wieder mit, ich glaube, irgendwo war eine Brick und Stauräumen und dann den Laderaum Fracht. Genau. Also das Vampirnest macht Sinn, wenn das ganz unten ist, wo kein Licht rankommen kann, also im Laderaum. Genau. Irgendwo ganz da hinten versteckt.
Entweder Und dafür hat er aus hier. dem Rest des Schiffes Zeus zusammengesucht, um dort. Also beschrieben ist das wirklich gewesen wie so eine, weil er brauchte auch Muttererde, die er Heimaterde, die er mitnimmt von zu Hause, Ja. um drin schlafen zu können. Und dass da quasi wirklich so eine Nestmulde gebaut war aus Erde, aus Stoff und Material, das er hier an Bord gefunden hat, und aus Tagebuchseiten und persönlichen Gegenständen von den Leuten aus der Crew. Ja, sollen wir dann schauen, dass wir hier die Mulde reinbauen? Oder zieht dich vom Es zieht Narrativ mich her? eher ins Heck, ja, Ja, gut. weil das mehr was von versteckt Ja, verborgen am klar. Geht hintersten. mir auch so. Und wenn, die waren ein Asset insgesamt, dann lassen sie sich ja leicht woanders hinpacken. Eben, weil dann können wir nämlich, dann sagen wir nämlich, dass hier vielleicht so aus diesen Kisten noch so ein bisschen wie so, die sind vielleicht so ein bisschen aufgestapelt. So einen Sichtschutz ein bisschen draus bauen. Genau. Die hat er da so hingeschleppt und hat gesagt, okay, gut, lasst mich mal in Ruhe hier. Du bist nach oben. Hat mit der Fähigkeit, die Vampire ja haben, andere Lebewesen geistig zu beeinflussen, die Crew erst kontrolliert und dann Stück für Stück versnackt. Und vorher sich halt da unten eingenistet auch. Also schon natürlich so ein bisschen die klassische Dracula kommt nach England-Geschichte. Weil die ist gut. Ja, das wollte ich Da dich muss eh, man nicht viel das dran wollte ich dich machen. eh fragen, wie viel Nosferatu da mit reingekommen ist mit dem Schiff und ich bin ja sofort bei Kinski und. Meinst du nicht Schreck? Was? Max Schreck? Hieß ja nicht Max Schreck, der Darsteller? Von Nosferatu? Ja, aber gibt es nicht von Kinski auch einen Nosferatu? Das weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich sehr wenig nur von Kinski gesehen. Ja, Weil, verständlich. ja. Weil, toller Schauspieler, aber ich kann mir nichts angucken von ihm, ohne drüber nachzudenken, was für ein unglaubliches Arschloch der Mensch gewesen Ja. sein muss. Und außerdem, viele von den Filmen sind ja, wie hieß er, Fassbender? Filme. Und die sind zwar gut, aber irgendwie schlafe ich leicht bei ein. Und bei Fassbinderfilmen. Ja. Gut, Dreck. Also der hat sich hier, der hat sich, vielleicht hat er Weil sich das? Egal. hier, Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht Namen durcheinander gehauen habe, aber auf jeden Fall. Ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache Vampire. Klassische. Und ich habe Nosferatu selber tatsächlich nie gesehen, aber es gibt ja auch im Dracula die Geschichte, dass er mit einem Ja, Schiff genau, mit dem Schiff nach England übersetzt. kommt und die Crew nicht weiß, dass er an Bord ist, weil er sie darüber auch täuscht und sich gleichzeitig von ihnen aber auch ernährt. Aber er muss natürlich auch seine Muttererde mitbringen. Und das ist einfach, das ist eine grundsolide Horror, ein grundsolides Horrorszenario. Auf einem Schiff sein und es ist ein Monster an Bord, ohne dass die Leute es wissen, das einen Stück für Stück frisst. Weil Seereisen mit der Technologie, die hier zur Verfügung steht, ohnehin schon im Grunde eine Horrorgeschichte sind, wenn man mich fragt. Ich versuche hier gerade so ein bisschen dieses Gefühl von zunehmendem Matsch und Erde zu erzeugen. Sehr schön. Aber wir sollten natürlich dafür sorgen, Dass das nicht über den Kisten ist, genau. genau, dass es nicht über den Kisten ist. Aber es darf so ein bisschen, das ist eh gut, dann verschmilzt es, ups, da ist eine Kiste, ist da irgendwie jetzt unter den Matsch gerutscht. So. Erde, was können wir dann noch, was gibt es für schöne Texturen? Old Soil. Dann muss man sich das halt so vorstellen, dass das so ein Wall aus Erde und dann eine Mulde, in die man sich wirklich reinlegen kann. Da ist also Aha. ein bisschen Ich so kann nicht wie versprechen, dass es klappt. Ja? Pinguinnester aus Kieseln, ja, einen Rand haben und dann in der Mitte und ein Vampir-Pinguinnest. Beide tragen Fracks. Gerne zumindest. Und dass man, ja, das geht schon ziemlich gut in die Richtung, glaube ich. Wenn man dann in der Mitte noch wieder mit einer anderen Textur auffüllt. Genau. Wenn wir das so ein bisschen, kriegen wir das noch größer? Ups, das sind diese falsches Ding.
So, erstens können wir das natürlich umfärben. Dass mir nach normalem Dreck aussieht. Genau, damit es so richtig nach normalem Dreck aussieht. Glauben wir uns das? Irgendwie ist mein Dreck fast so ein bisschen grünstichiger hier. Ja, so könnte es funktionieren. Okay, dann jagen wir das wieder nach hinten. Nosferatu, Phantom der Nacht, Wilkinski, Regie, wenn der Herzog. Natürlich Herzog war der Name, nach dem ich gesucht habe. Aber immerhin, es gibt eine sehr, sehr großartige Doku von und mit Werner Herzog über seine Zusammenarbeit mit Kinski, die, glaube ich, das längste ist, was ich von ihm mit und oder über Kinski gesehen habe und dabei geschafft habe, die Aufmerksamkeit zu halten. Also ja, 1979 gab es einen Nosferatu mit Kinski, von dem ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, um ehrlich zu sein. Jetzt bin ich aber kurioserweise, obwohl ich mich jetzt hier zum Beispiel sehr viel mit halt die Vampire in D&D quasi als Fantasy-Monster beschäftigt habe, ist Vampir nicht zwingend so mein Lieblingsmythos. Ich glaube einfach, weil ein bisschen oft benutzt. Ja, Schlicht und einfach. Und ich habe in meinen Teenager- und Anfang 20er Jahren sehr viel Vampire the Masquerade gespielt, da ist man irgendwann übersättigt. übersättigt. Ich muss gestehen, ich bin jetzt auch nicht der größte Vampir-Fan. Ich hab Riesenspaß gehabt, Curse of Strahd zu leiten, weil es meines Erachtens eine ganz großartige Geschichte ist. Wie es geschrieben ist, wie es aufgebaut ist. Aber so jetzt generell, ich würde jetzt auch nicht hergehen. Doch, ich habe die Twilight-Bücher damals gelesen, aber ich glaube, da kann man jetzt streiten drüber, Ob das noch Vampir ob ist? das noch Vampir ist oder nicht. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich viel Literatur, viel Vampirromane lese. Dafür zieht mich die Thematik auch zu wenig an. Aber du kannst halt mit wenn du von den, so wie du das jetzt machst, wenn du von dem Klischee weggehst, so ein bisschen, dass der bla sagt und wo, und mehr eben auf dieses, so vielleicht so diese Verhaltensstörung, diese Abhängigkeit, diese Getriebenheiten, wenn du auf sowas ein bisschen hinarbeitest, dann sind das interessante Charaktere. Beziehungsweise auch als Manifestation der Gier. Ich mag da den. Ja. Kann man den Polanski-Ansatz schon ganz gern mit dem Vampir auch als Metapher für Hyperkapitalismus und Ausbeutung, der sich selber irgendwann auffrisst, weil es einfach anders nicht machbar ist. Und das ist ja auch die Grundlage der Geschichte, weil die Vampire im Osten, denen geht die Nahrung aus. Schlicht und einfach. Und deswegen sucht er nach mehr Blut zum Fressen, zum Trinken im Westen. So, ich tue da noch so ein bisschen Dreck drumherum stapeln. Das ist die Mutter Erde. Und du hast gesagt, Klamotten, also Stoffe, Stoffe, Buchseiten, Buchseiten. Also da kann man auch so ein Kissenbezüge, ja. bisschen klattern. Es ist wirklich, also es wirkte wirklich so für die Leute, als hätte ein Tier sich dort ein Nest gebaut, ein wenig. Auch eine Cyberpunk-Zeitung liegt hier. Schräg, dass bei Cyberpunk ein Asset ist, das gedrucktes Papier beinhält. In einer Ich glaube, Form, es die ist ein selbst jetzt ich schon bei glaube, es uns ist ein ausstirbt. Flugblatt. Ah. Ja. Und es ist so klassisch für ich sag mal, Blade Runner Da Straßenverdreck, muss überall was liegt. durchwehen, Da ja. muss was durchwehen. Genau, so war das damals ankonzipiert. Da noch eins. So, und dann haben wir Cloth. Haben wir da auch? Genau, Dirk zerrissene. Cloth, perfekt. So, klatscht bald aus wie ein Vogelnest. Ein menschengroßes Vogelnest. Ein menschengroßes Vogelnest. Sonst noch was, was wir da irgendwie reintun können? Hat er da gegessen? Liegen da Knochen?
Nee, die hat er, glaube ich, alle über Bord Über Bord geworfen. geworfen. Okay. Aha. Es ist mir, ich meine, im Stream kommt es sehr dunkel rüber, gell? Ja, ich glaube, in die Mitte muss jetzt irgendwie noch eine andere Ich glaube, Textur wir oder müssen so das sein. einfach, wir müssen das stark zurücknehmen. Es darf sich ein bisschen ausdunkeln. Ne? Aber so ist gut, oder? Wenn man jetzt so auf den Stream guckt. Das ist bei mir, es ist jetzt fast zu soft, aber wir machen es ja auch ein bisschen zum Zugucken. Dann gehen wir da zurück. Okay. Und Weil es im Chat jetzt geht um Tanz der Vampire, Musical oder Film. Beides in meinem Fall. Aber im Musical ist ja der Abschluss, ist tatsächlich ja noch eine Nummer mit von den Vampiren, die darüber singen, dass sie die Gier sind, die die Welt auffrisst. Wenn mich nicht alles täuscht. Es ist eine Weile her, dass ich drin war. was ist auf Tanz der Vampire, das Musical lehnt sich ja auch an was? Nicht an ABBA-Liedern, an was lehnen die sich an? Ich habe das Gefühl. Das ist teilweise ist es ja 1:1 Powerballaden, die es schon gab, Ja, richtig. Ja. wie Na. Turnaround Ja. hier Hero und. Total Eclipse of the Heart Ja, genau, ich ist dann habe. ja mit anderem Ja. Text drin. Das ist eben von einem Schreiber und Musikproduzenten, der für Meatloaf und für andere Leute produziert Ja. hat. Und das hört man eben auch, was ich nicht schlecht finde. Nee, absolut. Finde ich auch gut. Das Tanz der Vampire-Musical war ein bisschen nach meiner Zeit, Musical-Zeit, sage ich mal. Da war es dann irgendwie, ich meine, wir in Österreich, wir haben Elisabeth rauf und runter als Musical irgendwie Oh konsumiert. je, Und Sissi. Sissi, mein Gott. Und Phantom der Oper habe ich ein paar Mal gesehen gehabt. Das waren so Sachen. Und irgendwann warst du dann auch übersättigt. Und das, damit ist Tanz der Vampire irgendwie. Ich weiß das so von meiner Frau, der Freundeskreis, die waren noch alle ganz, ganz verrückt nach den Musical-Darstellern von Tanz der Vampire. Aber Es ist ich wüsste gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich es je zur Gänze gesehen habe. Mich hat jedenfalls der Film traumatisiert als Kind. Ich habe den viel zu früh gesehen und hatte eine Heidenangst vor Vampiren, jahrelang. Tja, selbst etwas, was halbwegs lustig gemeint ist. Ja, es ist diese letzte Szene gewesen, die hat mich absolut wahnsinnig gemacht. Dieser Schlitten, der da so den Hang hinunterfährt und du siehst diesen Fuß, der ja auf kitschig eigentlich so leer getrunken wird, so, und dann fällt ja der Schuh ab. Aber aus irgendeinem Grund hat mich das so gespukt, dass ich als Kind gar nicht verkraftet. Ja, deswegen werden Filme von Leuten mit kinderpsychologischem Hintergrund bewertet und nicht von, aber der ist doch eigentlich ganz lustig, den muss man doch abkönnen. Laien wie mir. Fällt uns noch irgendwas ein, was wir hier rein dekorieren können, um das noch für die Spieler noch ein Also bisschen noch mehr Schleif, Dreck. noch mehr Dreck? Du willst Noch mehr mehr Dreck Dreck. um den Rand rum. Also das ist wirklich, weil jetzt ist das Loch so, dass man keinen Rand mehr sieht, aber dass das halt wirklich quasi so einen Kreis hat um den gemütlichen Gut. Kernbereich. Ich werde mal versuchen, ob ich das. Na, das machen wir später. So. Und da gehen wir dann schon ein bisschen. Oh, das ist zu viel. Mit der Transparenz rauf. So. Nice. Was gibt's da zu meckern? Sehr gut. Ja, jetzt sieht's wie ein Nest aus. Jetzt sieht es wie ein Nest aus. Gut, wunderbar, Nestig. ausgezeichnet. Sonst hat er da gegessen? Ist da Blut? Sind da Schleifspuren? Hat er ihn da reingeschleppt? Sind da Fußabdrücke, die man Es noch ist. sehen kann? Hatte ich ursprünglich nicht, aber wenn wir jetzt ein bisschen dramatisch sein wollen, kann man das vielleicht schon machen. Schleifspur von der Tür hin zu dem Nest. Also es war, als wir es gespielt haben, war es halt weniger so
offener Horror, sondern mehr halt dieses Unterschwellige. Was für eine Kreatur war das? Warum hat die so gelebt? Warum hat die sich so verhalten? Ich habe zu viele Sachen offen, mach mal ein Zeug zu. Ich glaube, unter Flavor haben wir House of Horror. Sehr gut. Wir machen natürlich keine Kettensäge. Kettensäge. Die Vorhänge. Ja, vielleicht so einen reingearbeiteten kaputten Vorhang. Ja, den hat er da irgendwie so ein bisschen so hier. Hindrapiert, ja. Wir könnten oh, weißt du was? Wir könnten den hier so zumachen. Na gut. Stellen wir mal in Frage, ob wir das wirklich so lassen. Aber wir können auf jeden Fall, es müssen ja keine blutigen Schleifspuren sein. Wir können ja sagen, hier sind irgendwelche Drag Marks. Können die ja umfärben. Muhahaha. Genau. Wenn die nämlich dunkel machen und so ein bisschen so ganz dezent, ist das dezent genug? Ich muss mal ein bisschen schauen, ob man es, weil bei mir ist es natürlich gut aufgelöst. Sieht man im Stream hier. Schleifspuren. Schleifspuren. So. Ja, ich bin schon sehr neugierig. Es kommt jetzt im Oktober. Wir arbeiten jetzt gerade dann an einem neuen Werkzeug für Dungeon Fog, wo du so etwas im Prinzip entlang eines Pfades zeichnen kannst. Also du ziehst nur eine Linie und die Schleifspur folgt dieser Linie als echte Schleifspur. Das wird sehr interessant. Da freue ich mich schon sehr drauf. Oh, sehr cool. Für Ihr investigatives Abenteuer und Ihr Ja, genauso Horrorsettings. für Treppen oder für Brücken oder für Geröll, Hügel, Grasnarben, wird, glaube ich, ein ganz cooles Ding. Was haben wir hier noch, was wir theoretisch? So, ich bin mit dem Vorhang sehr unzufrieden. Ich glaube, ich nehme den wieder Der weg. passt nicht so perspektivisch Nee, da rein, der ne? passt da nicht rein. Gut, aber das Nest, der Kernteil ist also fertig. Und die Kapitänskajüte ist ja schon da. Und da findet man halt zum Beispiel auch Logbuch und solche Materialien. Das ist ja quasi alles schon fertig, so wie es da ist. Genau, das sind wir ja schon. Im Grunde genommen fertig gibt es hier. Die Frage ist, was macht ein Geisterschiff zum Geisterschiff? Ja, also ich würde sagen, das kann ein bisschen geplündert aussehen, wie zum Beispiel, dass die Kiste an dem Fuß des Bettes, die ist offen und da sind Sachen rausgeholt worden. Also falls es ein. Ich nehme an, es gibt auch ein offenes Kistenasset, das dorthin Natürlich. passen würde. Natürlich, natürlich, natürlich. Stellen wir die da so ein bisschen in den Raum hinein. Wegtun. Und dann. Blutspuren in den Teppich. Oh. Nee, sonst will ich nicht. Ich will so eins. Ups, da komm her. Ja, ob ich das da irgendwie versinken kann. Komm, rein mit dir. Aber damit das Gefühl gibt, dass da noch ein Buch in der Kiste unten Der liegt. Kiste ist, ja. Genau. So. Okay. Blutspuren hast du gesagt im. Vielleicht passen ein paar Blutstropfen auf den Teppich. Jo. Oh, so kleine, kleine, So ein niedliche paar. Sachen. Blutiger Fußabdruck. Oh, schön. Sollen wir den auf den Teppich setzen? Ja. Der ist aber sehr groß. Bigfoot war hier. Ich nehme mal an, damit das glaubhaft ist, muss ich zumindest den hier dann spiegeln. Nein, der Papier hat zwei linke Füße.
Ja, das ist jetzt so klein mittlerweile. Ich gehe da mal auf 200, dass ich nicht erkenne, in welche Richtung ich das richtig gespiegelt habe. Habe ich. Schau. Ja, Da. das passt alles schon. Und das wird dann schon ein bisschen softer. Sehr schick. Und dann setzen wir aber da auch noch ganz, ganz Ganz dezent. schwach hin, ja. So. Gut. Da können die Leute wirklich in der Karte Kleinigkeiten finden. Schön. Ja. Genau, die Karte steht natürlich pro forma für Dinge, die sie vielleicht wirklich angezeichnet haben. Was könnten wir Was könnte noch man noch tun? machen? Da liegt eine Harpune einfach so an Deck. Ja, Macht die das stört Sinn? nicht. Nee, keine Gut, Ahnung. das ist halt eine Frage. Macht das Sinn? Sollte die da sein? Oder stecken wir die vielleicht irgendwie in den Mast oder sonst wo, wo sie hängen geblieben ist nach einem Kampf? Nee, ich meine, dass grundsätzlich macht es keinen Sinn, weil ein anständiger Seemann räumt sowas weg. Aber zum Heranholen der Taue oder so, ich sag mal, Enterhaken, könnte die durchaus auch darum liegen. Möchtest du, dass ich sie wegräume? Ja, oder irgendwo an einen Ort, wo sie verstörend ist, wie zum Beispiel in das Kartenzimmer in die Wand. So als Spur von einem Kampf, der dort stattgefunden hat. Also direkt neben den Eingang, so. Splönk. Aber bei solchen Dingen ist es immer sinnvoll, das irgendwie Wenn es so ein mehr als eine ist, ja. bisschen zu übertreiben, damit man das auch irgendwie glaubhafter hat. Und dann könnten wir dann noch so ein paar Holzsplitter hinlegen. Inni, wir haben auch nichts davon gehört, dass wir 22 Stunden am Tag schlafen in dem Alter, oder 20 zumindest. Bisschen. Ja, aber ihr plant doch bald selbst schlafen zu gehen. Für das will ich wach sein, sagt er. Obwohl, wir können inzwischen tatsächlich 7 Stunden durchschlafen mit etwas Glück. Auf der Fensterbank, so seltsam das klingt, weil er schläft mit im Schlafzimmer. Vorher haben wir im Wohnzimmer gepennt, als er noch kleiner war und das nur mit dem Durchschlafen noch nicht funktioniert hat. Aber jetzt darf er mit ins Schlafzimmer. Und die Fenster sind hier seltsam verteilt, das heißt, die Fensterbank ist sehr niedrig. Und er pennt unglaublich gerne auf harten und kühlen Flächen, zumindest zur Zeit noch, mit seinem Ja. dichten Welpenfell und während der Sommer zu Ende geht. Und aktuell pennt er am liebsten mitten im Zug auf der Fensterbank. Okay, du darfst es wieder haben. Was Gut. irgendwie sehr süß ist, aber auch nicht so wirkt, als könnte es bequem sein auf Dauer. Aber wenn er sich irgendwo hinlegt und schläft, bin ich schon froh, dann soll er da liegen bleiben und schlafen. Dann darf er bleiben. Es wird gefragt, hat die Besatzung versucht, sich zu wehren? Ja, damit hätten wir jetzt geklärt. Offensichtlich gab es zumindest einmal einen Zwischenfall, wo jemand versucht hat, den Vampir anzugreifen und sich aus der Kontrolle oder der Illusion Genau, ich glaube, so befreit wie du das hat. erzählt hast, ist es ja so, dass dieses Schiff am Ende eigentlich er ist der Einzige, der damit eingelaufen ist. Den Rest hat Genau, er am Ende war er aufgegessen. nur noch er übrig. Das heißt, Alle an anderen hat er irgendeinem umgebracht. Punkt, sowas, da würde ich sogar sagen, Schmeißen wir ein paar Stühle um? an irgendeinem Punkt haben die versucht, sich hier zu Zu verschanzen. Das waren die verbarrikadieren? letzten, das waren die letzten. Die Broken Barrel, Broken Chair, irgendwo habe ich Broken einen. Wood, Broken Church Bench. Chair Broken, da ist er. Wir könnten sogar fast sagen, warte, das muss ich ein bisschen desaturieren, damit das Zum Rest passt, ja. zum Rest passt. Wollen wir es sozusagen wirklich dorthin treiben? Dann würde ich sagen, dann machen wir diese Tür weg und machen dort eine eingeschlagene Tür. Ja.
Dann schmeißen wir diesen Tisch um und machen den als letzte Barrikade. Barrikade, die die Leute Ja? aufgebaut haben. Ja, das gefällt mir Okay. sehr, Till. Sehr schön. Gut. Lass uns eskalieren Sie. Eskalieren wir. Weil dann tun wir das nämlich weg. Die Sessel können wir noch brauchen. Die können wir ja irgendwie so ein bisschen so. Die waren da, um die Barrikade noch ein bisschen zu stützen. Die hat man da so übereinander gestapelt. Ah, ich sagte übereinander gestapelt. Man hat sie ineinander geklippt mit übernatürlichen Fähigkeiten. Ja. Man ist sich nicht so ganz klar, warum. Jetzt. So. Übereinander gestapelt. Zack. Okay, nehmen wir. Den da hier hat man nach hinten in die Ecke geschoben, damit man Platz hat. Und dann gibt es umgeschmissene Tische. Table, broken table. Wo war der? Table Table broken. broken. Ja, der ist leider. Weiß nicht, müssen wir gleich gucken, ob der. Ja, Ja, doch, passt so. funktioniert ja trotzdem. Der ist, weil ich meine, am Ende ist der Vampir ja irgendwie durchgekommen. So. Und auch den werden wir. Nee, den ein bisschen. Bisschen zumindest. Bisschen Diese. desaturieren. Okay, und dann haben wir gesagt, die Tür kommt weg. Und dafür machen wir ein Loch rein Und in die dafür zerbrochene machen wir Tür. ein Loch rein. Beziehungsweise werden wir das jetzt anders machen, bevor ich mir jetzt viel Arbeit antue. Es gibt ja den. Passage, genau. Die können wir im Grunde hierhin platzieren, damit ist es offen. Und jetzt gibt es irgendwo Broken Door. eine Broken Door. Gibt's. Garantiert haben wir schon verwendet irgendwo anders. Ich erinnere mich dran. Genau, jede Menge. Im Dungeon gibt es ganz viele davon. Die schaut doch gut aus. So. Ja. Schön. Der hat da gewütet. Sehr erfolgreich offensichtlich. Ja. So. Legen wir sie so ein bisschen da drüber. Das finde ich gut. Warum? Was hast du? Also, das ist der Schatten, der da drauf Ja, fällt. genau. Und dementsprechend muss ich der Passage natürlich sagen, sonst funktioniert das nicht, dass die das Licht durchlassen darf. So. Jetzt haben wir davon irgendeine Lichtquelle hier. Noch ein bisschen was. Ah, hier. Wow. Die Die ist reicht weit. vielleicht ein bisschen gar groß. Ja. Na, wir wollen, dass die in diese Richtung zeigt. Das ist ja gut, das darf sie ja. Aber dann können wir die Lichtquelle im Prinzip so ein bisschen einschränken. Ja, dann sollte sie genau weiter in die Ecke. Genau, so. Damit das sie nicht weckt. Schön. Schöne Beleuchtung, schön gruselig. Schöne Beleuchtung, schön gruselig, ist alles schief gegangen und dementsprechend machen wir hier natürlich auch noch Blut hin. Blut. Bam, bam, bam. Ich will aber, will ich den? Ja, das ist okay. Dein Lieblingsfleck. Mein Lieblingsfleck eben. Ich traue mich schon gar nicht mehr, den in Streams zu verwenden, weil ich werde dann wieder aufgezogen. Aber der ist natürlich schon sehr eingetrocknet. Darf ruhig ein bisschen übersaturiert sein und schon ein bisschen in den Boden Ins gesickert. Holz gesickert, ja. Schön.
Schön. Ja, gefällt mir. Ja, gefällt mir auch. Gut. Gut, wir sind dann eh, glaube ich, schon Ich wollte gerade langsam. sagen, wir kommen auch langsam ans Ende von unserem Ich Zeitslot. Denn der Till hat noch einiges vor heute. zeichne weiter. Ich wechsle noch schnell den Channel und dann zeichnen wir bei mir auf Dungeon Fork, also twitch.tv/DungeonFork oder YouTube/DungeonFork, ist mein Welcome to the Madness heute. Und ich muss gestehen, ich habe immer noch keine Ahnung, was ich heute mache. Wie, stehen keine Sachen an, die du dringend fertig machen musst? Naja, tatsächlich bin ich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich habe zwar morgen ein Spiel, aber das habe ich natürlich schon lang vorbereitet. Es gibt eine Karte, ich denke, die werde ich machen. Ich denke, da werden wir heute ein bisschen rumspielen. Ich bin eh müde, also allzu lang werde ich heute nicht streamen. Und zwar eine Unterwasserkarte. Aber ich finde, Unterwasserkarten, gerade Combat, also es ist ein Combat Encounter, sollten nicht top-down sein. Wenn du dich erinnerst den Kraken-Kampf bei Ja. Ghost of Saltmarsh, der war ja in der Vertikalen. Da seid ihr ja seitlich rauf und runter getaucht. Das heißt, die Ich erinnere mich, Karte. dass wir sind in ein Loch runtergetaucht. Ja, Da, die Karte. genau. Der Kraken selber war, glaube ich, wieder Der dann wie die, genau, Top-Down-Ansicht. der Echt-Endfight war dann Top-Ansicht, aber es gab diese Aber Passage, wo. das Loch war von der Ich Seite. finde das viel interessanter für Unterwasserkämpfe, weil Unterwasserkämpfe zwangsläufig ja in beiden Drei Achsen Dimensionen, stattfinden. Und dafür eine Battlemap zu bauen, ist natürlich von der Seitenansicht viel interessanter als von der Top-Ansicht. das klingt cool. Das werden wir also Und machen. weißt du schon, ob es tropisch bunt oder kaltwasser grau Nachdem es, wie Terrain gesagt, für wird, Tomb of Annihilations ist wird es und bunt. aber in den Tiefen der Tomb selbst, es ist eher ein schmutziges Industriewasser, würde ich sagen. Es ist eher, also wir werden schauen, dass es so ein bisschen, es hat was von einem Kühlbecken für Kernkraftradiatoren. Also so Für in die Richtung würde ich gern gehen. oder für die Fantasy-Variante von einem anlaufenden, ungesicherten Kernkraftwerk. Genau, so in etwa. Das klingt ziemlich cool. Lass uns kurz noch drüber reden, bevor du Ja. abhaust. Vielleicht, was das ist, was wir am Anfang schon geteased haben, das Ja. Event, das kommen wird. Nächste Woche, genau jetzt im Prinzip, nächste Woche, genau in 7 Tagen um 8 Uhr Wiener Ortszeit, bist du als Ringrichterin bei uns zu Gast, denn I der. want a clean fight. Ja, genau. denn der Guy und ich werden herausfinden, wer der bessere Kartenzeichner ist. 3 Stunden, in denen wir eine Karte zeichnen müssen, die Community aber im Prinzip entscheidet. Also natürlich moderiert, du wirst dafür sorgen, dass es eine Auswahl gibt und dass die Themen sozusagen vorgegeben sind. Aber die Community kann die Würfel anstoßen und sagen, nochmal würfeln oder ja, das Thema hätten wir gerne. Und alle 30 Minuten wirfst du uns dann noch eine zusätzliche Herausforderung um die Ohren, die in diese Karte eingearbeitet werden muss. Das passiert also nächsten Donnerstag, das heißt Map Battle Madness, wie es auf Dungeon Fork, also auch wieder auf twitch.tv/DungeonFork oder youtube.com/DungeonFork. Und wie gesagt, der Guy und ich versuchen innerhalb von 3 Stunden diese Karte zu zeichnen, während du uns versuchst, noch zusätzlich mit weiteren Zu triezen. Herausforderungen zu triezen und zu interviewen und das Ganze ein bisschen zu moderieren. Im Anschluss stehen beide Karten dann eine Woche zum Voting zur Verfügung und eine Woche drauf, am 30. dürfen wir dich dann nochmal zu Gast begrüßen, denn dann moderierst du die Awards Ceremony. Und dann werden wir wissen, dass ich der Wer bessere gewonnen hat. Ach Kartenzeichner so. Findest du es nicht ein bisschen unfair, mit einem Tool das zu entscheiden, das du selbst mitentwickelt hast? bin. Du musst es so sehen, der Guy kratzt an der Krone, der kratzt an meinem Thron. Es wäre natürlich eine Schande, wenn er mich von meinem Werkzeugthron stößt. Man muss aber Also, sagen, der Guy arbeitet. du bist im Grunde gerade der Schwergewichtschampion und Guy hat dich Genau. herausgefordert. Aber das ist nicht wirklich richtig. Der arbeitet für seine Patreons wöchentlich an Karten in Dungeon Fork, hat ein ganzes Buch
mittlerweile rausgebracht mit Karten hochauflösend in Dungeon Fog. Regelmäßig gibt er mir Tipps und Tricks, was man nicht wie noch machen könnte, um coole Effekte zu erzielen. Ganz ehrlich, ich schwitze Blut und Wasser. Ich glaube nicht, dass ich meinen Titel halten kann, oder überhaupt sozusagen festigen kann. Wir werden es sehen, aber die Nerven liegen blank. Schauen wir mal. Ach, 3 Stunden ist ja überschaubar. Die werden ganz, ganz schnell vorbei sein, Till. Ich fürchte auch, ich fürchte auch, das wird viel zu schnell an uns vorbeifliegen. Und du wirst auf Englisch, du wirst gleichzeitig Karten bauen und auf Englisch Fragen beantworten müssen. Ja, wo ich so ein Das wird. großer Multitasking-Meister bin. Genau, das war noch ein wichtiger Hinweis. Das Ganze ist natürlich auf Englisch, weil der Guy englischsprachig ist. Ich finde, Und ihr könnt langsam mal Deutsch jetzt lernen, können wenn wir ihr mit mal euch langsam Deutsch lernen. zusammenarbeitet. Ja. Ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich riesig drauf, dass du zugesagt hast, uns bei diesem Wahnsinn zu unterstützen. Und ich hoffe natürlich, dass alle Zeit und Lust haben, sich diesen Irrsinn zu geben. Und ja, ich sage jetzt mal danke, liebe Mairi. Es war wie immer ein toller, netter Abend. Ja, gebe ich direkt so zurück. Und ich klinke mich mal aus und gehe langsam an meinen Channel vorbereiten. Gut, ja, wir werden Tschüss. dann auch zu der River Raiden in einer Sekunde, Thank wenn you du very online much. bist. Bis gleich in dem Sinne. Tschüss, Baba. Till. So, blenden den Till mal aus, bevor er sich in die Unendlichkeit verabschiedet. Und irgendwann nur noch ein seltsam verschmiertes Echo von Tills Anwesenheit hier im Bild bleiben wird. Wie gesagt, wir werden gleich zu Till rüber raiden, sobald er selber auch online ist. Das ist aber nicht alles, was wir heute noch machen, sondern wir werden kurz dann offline gehen. Und danach kommen Nico und Patrick wieder hier online und werden ein bisschen plaudern. Patrick hat Dinge zu verkünden. Ich weiß noch nicht, was für Dinge, weil er auch bis jetzt nur mit Nico drüber geredet hat, aber es werden Dinge sein. Nico? Ja. Hast du eine Ahnung, was für Dinge? Ja. Okay. Aber wir teasern noch nichts. Kram. Kram, geil. Drachen. Drachen? Sachen. 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 Jetzt habe ich schon wieder was Aufregenderes gehört, Krempel. als du gesagt hast, Krempel. Zeug. Ja, okay, Tinef. Wir haben es verstanden. Darüber wird geredet werden. Also ein Wie war dein Tag, Schatz? In Special Edition. Oder ich glaube, jedes davon ist im Grunde ein bisschen seine Special Edition. Während wir eben noch abwarten, dass der Till bei sich alles aufsetzt, kann ich kurz noch über was anderes reden, woran ich gerade sitze und arbeite. Und das ist sehr viel Recherche und Skriptschreiben dazu, wie ein Ritterturnier in Landshut im Jahre 1328 ausgesehen hätte. Und das hat damit zu tun, dass der Bayerische Rundfunk mich angeheuert hat, um am 28. eine Runde Pen and Paper für Sie zu leiten auf dem Twitch-Channel des Bayerischen Rundfunks, der dafür eingerichtet worden ist, wenn ihr. Ich kann mal schauen. Ich bräuchte eine Sekunde. Dann kann ich sogar aufrufen. Es gibt einen trackbaren Link mit dem ich euch rein theoretisch auch dahin schicken können sollte. Ich muss den nur eben finden. Da. So. Und das wird eine Session mit 3 bis 4 Stunden, wo wir mit einer Besetzung von 4 Leuten, unter anderem Florentin Will, unter anderem Stein Wallen, jemand von GameTube und ein Dorji, eine sehr nette Mitarbeiterin von einem bestimmten Zweig des Bayerischen Rundfunks, dass wir uns zusammensetzen und die spielen und halt eben sehr unterschiedliche, sage ich mal, Übungsgrade auch schon haben, was Pen and Paper angeht, aber eben ein historisches Setting, wo wir lange hin und her geredet haben und uns dann dafür entschieden haben, vor dem sich das Ganze bewegen wird. Das heißt, ich mach aktuell sehr viel Recherche und Druckbetankung zu Turnieren, zu Politik und den herrschenden Geschlechtern in Niederbayern zu der Zeit. Und zu Landshut, wie eine solche Stadt damals aussah,
Und das ist ziemlich cool, weil wir unter anderem dafür auch vom Bayerischen Rundfunk aus organisiert die Unterstützung von Leuten in Landshut bekommen haben, die uns da Infos geliefert haben und auch weiter liefern werden. Und es ist ja auch dort sehr, sehr stark verwurzelte Historienforschung und vor allen Dingen auch Reenactment gibt. Zwar mit einem Ereignis, das später stattfand als der Zeitpunkt, zu dem wir spielen, die Landshuter Hochzeit. Aber immerhin, gleiches Geschlecht. Es geht um die Wittelsbacher, sehr spannend, die zu dem Zeitpunkt eine von den drei großen Machtfraktionen im Römischen Reich waren. Und ich habe eine Menge interessante Dinge, erstens über dieses Geschlecht, zweitens über Landshut und drittens über diese Zeit gelernt. Wir befinden uns zu einem Zeitpunkt, wo es einen Gegenpapst gibt, was immer schön ist, wir ja auch schon mal Heinz als Gegenpapst aufgestellt haben. Und es soll gleichzeitig ein historischer Hintergrund sein und gleichzeitig ein bisschen leichtfüßig und unterhaltsam. Hat so vom Design her eher so einen cartoonigen Look bekommen. Und das heißt, meine Aufgabe ist es jetzt, so eine spannende Story zu erzählen, die gleichzeitig Wissen vermittelt, beziehungsweise die als Aufhänger dienen kann, dass man sich noch weiter selber mit Wissen versorgen kann, wenn man das möchte. Und einfach ein interessantes kleines Abenteuerbildchen rings um dieses Großvolksfestereignis möglich macht. Das ist spannend in jeglicher Hinsicht. Ich bin so ein Mensch, ich kann mich für nahezu alle Themen begeistern und dann tief drin abtauchen und das mache ich gerade. Und ich glaube, ich habe 40 Tabs oder so auf im Moment mit unterschiedlichen Informationen von unterschiedlichsten Seiten zum Thema Mode und Ritterausrüstung und verschiedensten päpstlichen Konzilien und Rechtsprechung und was weiß ich was alles. Also wird spannend. Und ja, das ist eine von den Sachen, an denen ich gerade arbeite und wo es auf jeden Fall jetzt so spruchreif ist, dass wir sagen können, das passiert, das wird am 28. laufen beim Twitch-Kanal des Bayerischen Rundfunks. Und ich glaube, es könnte ganz cool werden. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mit reinschaltet. Weber Jack fragt, wird es auf Deutsch oder Bayerisch gehalten? Ganz ehrlich, es war für mich eine große Erleichterung, als wir darüber geredet haben, was für historische Themen wir verwenden wollen. Weil am Anfang hieß es nur, es soll ein historisches Setting sein. Und dann war das sehr weit gefächert, was das hätte sein können. Einige von denen waren halt neuzeitlich, da ging es um Künstler, Enklaven in München und Kunstraub und Fälschung und dergleichen im 20. Jahrhundert und so etwas. Und ich war sehr erleichtert, als dann auch vom Bayerischen Rundfunk aus hieß, wie wäre es denn, wenn wir in Richtung Mittelalter gehen, weil ich dann sagen könnte, schön, die sprechen da eh alle irgendwie was anderes. Das heißt, ich muss gar nicht erst so tun, als würden wir uns hier in Bayern bewegen, weil sie ich habe striktes Verbot zu versuchen, Mundart zu sprechen. Und ich kann es auch verstehen, weil ich kann es nicht. Und wenn man es nicht kann, dann sollte man das auch wirklich einfach nicht machen. Das ist dann unfreiwillig doof. Es wird gefragt, mit was für einem Regelwerk wir das spielen. Es wird mit einer abgewandelten Version von Basic Roleplay gespielt werden, also ein W100-System. Ähnlich das, was Cthulhu zugrunde liegt, das ja auch auf Basic Roleplay beruht. Und wir haben uns da einfach darauf geeinigt, dass eine Prozentwahrscheinlichkeit für die meisten Leute gut zu verstehen ist. Und ich baue die Charakterbögen dafür fertig. Sind wir soweit? Achso, das wusste ich nicht. Dann raide los. Gut, wir raiden rüber zu Till. Ich mache hier Schluss, sobald ich sehe, dass das anläuft. Und dann sehen wir uns morgen beim Mass Effect spielen und Nico und Patrick sehen euch gleich bei Wie war dein Tag, Schatz? Tschüss, bis dann.